Österreich hat ein Wochenende mit einem Paukenschlag hinter sich. Am Samstagabend erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz seinen Rücktritt. Die speziell für Wirtschaft und Korruption zuständige Staatsanwaltschaft hatte den ÖVP-Politiker zuvor als Verdächtigen in einem Korruptionsfall genannt. Da geht es um staatliche Zuwendung an Medienunternehmen im Gegenzug für positive Berichterstattung. Die Grünen hatten daraufhin angekündigt, die Koalition mit der ÖVP nicht fortzusetzen, solange Kurz im Amt bleibt. Nun ist Kurz also gegangen. Der bisherige Außenminister Schallenberg soll heute als Kanzler vereidigt werden. Peter Pilz, er war Gründungsmitglied der österreichischen Grünen, trat später mit einer eigenen Liste an, war 2017 Mitglied im Parlament, trat später zurück. Peter Pilz kandidierte dann 2019 erneut für den Nationalrat, nun mit seiner Liste Jetzt. Da verpasste er den Wiedereinzug knapp. Nun arbeitet er wieder als Autor und Journalist. Er hat ein Buch unter dem Titel Kurz ein Regime verfasst und er ist Herausgeber des Online-Portals Zickzack, das früh die Begründung der Ermittler für die jüngsten Durchsuchungen des Bundeskanzleramts veröffentlichte. Er kennt also die Vorwürfe gegen Kurz sehr intensiv. Guten Morgen, Herr Pilz. Guten Morgen. Greifen wir den Ball auf, den wir gerade mit unserem Korrespondenten hatten. Kommt da aus den Ermittlungsakten Ihrer Ansicht nach noch Schwereres auf die ÖVP zu oder war es das? Ja, da dürfte noch einiges kommen, aber das, was jetzt am Tisch liegt, das reicht ja schon für sehr, sehr große und gut begründete Anklagen. Ich darf nur eine kleine Korrektur anbringen. Mein Online-Magazin, das zum Glück jetzt inzwischen schon sehr groß ist in Österreich, heißt nicht Zickzack, sondern Zackzack. Oha, habe ich falsch gesprochen. Steht hier auch richtig. Entschuldigen Sie. Das passiert mir in Deutschland ständig, aber bald werden es alle in Deutschland wissen. Jetzt nochmal zurück zur ÖVP. Schauen Sie, das Problem ist, der Kampf um den Rechtsstaat ist noch lange nicht ausgestanden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ja 2 Jahre lang unter schwerstem Beschuss durch die ÖVP-Regierung ermittelt und Beweise gesammelt. Und diese Sammlung geht jetzt weiter. Und Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass die ÖVP alles versuchen wird, jetzt auch stärker vom Parlament aus, um das zu stören. Erst wenn es Anklagen gibt, erst wenn es eine Hauptverhandlung und ein Urteil gibt, werden wir das hinter uns haben. Nun ist das ja auch ein übliches Vorgehen. Es gibt viele Verdachtsmomente, aber das muss ja auch alles belegbar erst sein. Also insofern ist es ja auch hier mit Blick auf die Unschuldsvermutung auch erst einmal dran, weiter zu ermitteln. Ja, das ist ja auch gut so. Wir leben in einem Rechtsstaat, auch wenn das der ÖVP keine große Freude macht. Aber es wird nicht einfach, weil wenn Sie jetzt schauen, was in Wien gerade passiert, dann sehen Sie, dass hier eigentlich ja eine große Taschenspielernummer stattgefunden hat. Es gibt 2 Hauptbeschuldigte in den Verfahren, über die wir sprechen. Das ist Sebastian Kurz, der Ex-Bundeskanzler, und Gernot Blümel, der Finanzminister. Gernot Blümel kann, ohne dass das jemand politisch oder sachlich erklären kann, als Finanzminister weitermachen. Alle Schlüsselpositionen bis auf die Grünen in der Regierung sind von absolut loyalen Kurzleuten, die er persönlich ausgesucht hat, besetzt. Die Bundespartei ist komplett von Kurzleuten besetzt. Der ÖVP-Club wird ausschließlich von Kurzleuten geführt. Das heißt, Kurz hat den Titel geändert. Er ist jetzt nicht mehr Bundeskanzler, sondern eine Art Clubkanzler. Sowas hat es noch nie gegeben. Und der ehemalige Außenminister Schallenberg, ein grundanständiger, aber sehr schwacher Diplomat, ist nichts anderes als sein Bundesstrohmann im Kanzleramt. Dass die Grünen hier mitspielen, und Sie haben es erwähnt, dass ich Gründungsmitglied der österreichischen Grünen bin und 33 Jahre lang ihr Abgeordneter war, dass die Grünen da mitspielen, ist mir vollkommen unverständlich. Das heißt, Sie sind für einen Bruch dieser Koalition und was soll dann kommen? Die Grünen hätten zumindest einen Schritt weitergehen müssen und sagen müssen, alle, die belastet sind, so wie Sebastian Kurz, durch diese Verfahren, durch Beschuldigungen, durch Ermittlungen, müssen selbstverständlich so wie er die Regierung verlassen. Ja, da wäre wahrscheinlich nur mehr Schallenberg und ein paar grüne Minister übrig geblieben. Vielleicht einige wenige andere. Das ist nicht passiert. Deshalb haben die Grünen jetzt ein hohes Maß an Mitverantwortung übernommen. Was ist die Alternative?
Wenn Sie derzeit Neuwahlen durchführen, dann haben Sie Neuwahlen ohne gerichtliche Klärung und mit einem Riesentheater des gekauften Boulevards. Sebastian Kurz ist das Opfer einer roten Verschwörung. Dazu würde ich nicht raten. Zuerst die Gerichtsverfahren führen, abschließen, schauen, was dabei rauskommt. Und ich würde, und ich halte das für vernünftig, eine Regierung aller Parteien mit Ausnahme der ÖVP bilden, eine Übergangsregierung, die den Rechtsstaat wiederherstellt, die garantiert, dass alle Anklagen durchgeführt werden, die Korruptionsdelikte, die in Deutschland längst im Strafgesetzbuch stehen, bei uns endlich strafbar macht, wie illegale Parteienfinanzierung oder Spendenwäsche, die den ORF wieder befreit und die vor allem die Kriminalpolizei, die vollkommen in den Händen der Kurz-ÖVP ist, wieder befreit, damit Österreich eine unabhängige Polizei und einen unabhängigen Verfassungsschutz bekommt. Weil bei uns schaut es wirklich schon aus wie in Budapest, Warschau und zum Teil Moskau. Das wird alles von der ÖVP kontrolliert. Herr Pilz, Sie wollen also eher statt Neuwahlen eine Allparteienkoalition, aber das muss man sich ja genauer anschauen. Das fordert ja auch SPÖ-Chefin Randi Wagner. Sie will eine Koalition aus SPÖ, Grünen, liberalen Neos, aber eben auch der rechtsgerichteten FPÖ schmieden. Wäre das denn für die Grünen annehmbar? Denn die FPÖ ist ja nun auch durch massive Skandale bekannt. Die FPÖ ist eine Partei, von der mich wahrscheinlich politisch mehr trennt als von der ÖVP. Und auch die Grünen, das ist schon ein sehr starkes und wichtiges Argument. Aber das ist keine normale Regierung. Österreich ist in einer politischen Notsituation, ist durch ein Regime an den Rand eines autoritären Staates gebracht worden. Da ist vieles an Rechtsstaatlichkeit und an Unabhängigkeit kaputt gegangen. Und eine Notregierung, eine Übergangsregierung hätte die Aufgabe, rechtsstaatliche Verhältnisse und Pressefreiheit angesichts eines korrupten und gekauften Boulevards, der nur für Kurz schreibt, wiederherzustellen. Schauen Sie, erst wenn das alles wiederhergestellt ist, haben Sie faire Wahlen, wo über alle fair und tatsachenorientiert berichtet wird. Seien Sie froh, dass Sie in Deutschland in keiner vergleichbaren Notsituation sind, aber wenn die CDU-Krise so weitergeht, Sie haben ja selbst schon die Stimmen in der CDU, die sagen, Sebastian Kurz könnte unser Vorbild sein. Das ist meine letzte und größte Angst, dass Kurz zum politischen Superspreader wird, auch Richtung Deutschland. Nun hat Sebastian Kurz einen sehr personalisierten Stil in der Tat in den Wahlkampf eingeführt. Herr Pilz, weiten wir den Fokus. Sie überblicken eine ganz lange Zeit österreichischer Politik, mal als Politiker, mal als Beobachter. Sie haben diverse Untersuchungsausschüsse geleitet. Ist dieser Skandal jetzt aber wirklich etwas Neues? Denn Geld gegen positive Berichterstattung gab es ja in Österreich über Jahrzehnte. Ja, wir haben da eine ganz üble Tradition. Und das schleppen wir jetzt, wie Sie richtig sagen, Jahrzehnte mit uns mit. Aber das Regime Kurz war etwas Neues. Eine Regierung wird dann zum Regime, wenn das Prinzip der Gewaltenteilung aufgehoben wird. Wir leben alle davon, egal ob in Deutschland oder in Österreich, dass unabhängige Justiz, unabhängige Gesetzgebung und Verwaltung und Regierung strikt voneinander getrennt sind. Ein Regime beginnt dort, wo plötzlich alles in den Händen einer einzigen Partei und einer einzigen Person eines Führers ist. Das war der Versuch von Sebastian Kurz nach seinem Vorbild Viktor Orban in Budapest. Und dieser Versuch ist in Österreich schon sehr weit fortgeschritten. Unser Glück in Wien ist, dass wir nicht in Ungarn leben, wo das wahrscheinlich derzeit nicht rückgängig gemacht werden kann. Wir können das noch rechtzeitig stoppen und saubere Verhältnisse wiederherstellen. Aber Sebastian Kurz war der erste Politiker in Österreich, der ernsthaft versucht hat, eine rechtsstaatliche Regierung durch ein Regime zu ersetzen. Und das ist im Herzen der EU, dass man im Mantel einer christdemokratischen Partei fremdenfeindliche und antieuropäische Politik macht und den Rechtsstaat außer Kraft setzt und ganze Staatsanwaltschaften angreift. Das ist einmalig und ich hoffe, dass das jetzt vorbei ist. Schwere Vorwürfe von Peter Pilz, Gründungsmitglied der Grünen in Österreich und heute
Nach seiner politischen Karriere Journalist, unter anderem Herausgeber des Online-Portals Achtung, Zack, Zack. Vielen Dank für das Gespräch heute früh. Bitte gerne.